Hallo und herzlich willkommen hier bei einem Towntown Talk. Mein Name ist Matze und wie ihr sehen könnt, ist Markus vom Track Dinner Ruhrpott wieder mit dabei. Hallo, Markus. Hi, seid gegrüßt. Ja, Kenner wissen, was das bedeutet. Es hat wieder irgendwas mit Star Trek zu tun. Auch Markus ist trotzdem ja, wie man im Hintergrund sieht, ein leidenschaftlicher Sammler von allen Universen. Multikulti. Star Trek, Star Wars, alles. Aber wir sind ja heute wieder hier, um, ihr seht es schon, hoffentlich an meinen komischen Dingern hier an der Seite. Es geht mal wieder um ein Eagle Moss Modell, was sie uns zur Verfügung gestellt haben für die Star Warrior Convention, die ja am 17. September in Osnabrück stattfindet. Immer noch, Stand heute. Alles super in Planung. Genau, bereitgestellt natürlich auch von Markus Brüchler von dem MovieCon Magazin. Da solltet ihr auch mal auf jeden Fall reinschauen unten. Ich verlinke natürlich wieder alles in diesem Video zur Star Warrior Convention, zum MovieCon Magazin und zu Eagle Moss. Ja, das ist mal so ein bisschen hier bei Werbung. Muss sein, gehört dazu. Ohne geht's nicht. Für so ein Projekt, was dort in Osnabrück auf die Beine gestellt wird für, ja, Against Mobbing for Fair Play. So das Motto der Star Warrior Convention. Markus, ich weiß gar nicht, wir hatten in der letzten Folge, das war die vierte Folge, Eagle Moss. Das letzte war das Seven of Nine Fenris Ranger. Richtig. Ist jetzt, glaube ich, einen knappen Monat her, über einen Monat. Also wir haben uns Ja, dieses ich Jahr schon glaube mal so gesehen. 5 Wochen. Ja, Februar müsste das gewesen sein, wahrscheinlich. Oder Anfang Februar. Wie ist es dir ergangen bis heute? Ganz gut. Ein bisschen angeschlagen durch eine leichte Erkältung. Zum Glück kein Corona. Ja, arbeitstechnisch viel zu tun. Ja, und ansonsten geht es ganz gut. Das hört man gerne. Bei dir? Ja, soweit eigentlich auch gut. Arbeit läuft immer. Also Arbeit ist noch viel, ist noch gut. Ist ja auch wichtig, ne, dass man Geld verdient. Und klar hätte ich gern ein bisschen mehr frei, mir hier mehr Content zu schaffen, um mit euch über diverse Sachen zu reden. So was so im Star Wars und Star Trek Universum oder in anderen Universen so los ist heutzutage. Aber naja, daher freue ich mich umso mehr heute mit dir ein bisschen über, naja, nicht direkt über Picard, aber über eins der Modelle zu quatschen. Wird wahrscheinlich nicht so lange dauern, aber trotzdem ein kleines Unboxing ist ja immer wieder schön, auch wenn ich das hier nur auf meiner Seite machen kann. Aber du hast ja privat bestimmt auch irgendwas schon mal wieder ausgepackt. Ja. Das ist schön. Ja, dann würde ich sagen, danke Eagle Moss erstmal für das Modell. Das werden wir uns jetzt gleich mal zugute tun. Nochmal sei gesagt, Markus Brüchler von der MovieCon, dem Filmmagazin. Der hat das Ganze organisiert, um die Star Warrior Convention zu unterstützen. Daher danke an alle. So, dann fangen wir mal an. Ich packe jetzt mal das Modell aus, wenn das die Technik erlaubt. Ich schaue mal kurz zur Regie. Regie sagt Daumen hoch. Also die Regie bin ich. Dann lassen wir mal wen jetzt hier eintreten in den Raum. Nämlich den Herrn eaglemoss.com. Da gibt es alles zu diesem Modell und zu The vielen, next vielen one anderen Modellen. from Picard. Ja, angegeben ist er oder ist es Nummer 5, romulanisches Raumschiff. Okay, da Wird hast unter anderem wohl auch als Warbird geführt, beziehungsweise Typ Warbird, obwohl es halt relativ klein ist. Also die Warbird-Bezeichnung, es gilt wahrscheinlich für viele anderen auch, oder? Ist das nicht? Bei den Romulanern, ja. Aha, okay. Wo sehen wir das? In welcher Folge von Picard Staffel 1? Das sieht man Wann? tatsächlich in mehreren Folgen. Und Okay. zwar in der ersten Folge, glaube ich, als der Borg-Cube angeflogen wird von dem Narek. Ich glaube sogar, dass Commodore mit so einem Ding mal unterwegs war. Ach, das war die, die für die Föderation auch gearbeitet hat? Genau, die Ah, Doppelagentin. genau. Stimmt.
Ja, dann würde ich sagen, packen wir das schöne Ding mal aus und gucken, was da drin ist. Ich hoffe, da ist das drin, was drauf ist, mit Sicherheit. So wie bei den anderen Modellen hinter mir. 1, 2, 3, 4. Das eine wird jetzt von der Sonne an diesem herrlichen Tag verdeckt. Aber das soll es Aber nicht man schaden. sieht, dass es ein Bird of Prey ist. Genau. Also auch für mich als, naja, Fan schon, aber ist halt schlicht gehalten. Ne? Ich bin auf die Flügelspannweite gespannt. Dann packen wir Ich mal. kann dir schon mal ein paar Eckdaten Ja, geben, bitte. wenn du willst. Also das Modell ist so roundabout im Maßstab 1 zu 76. Länge ist ungefähr 11 cm, Breite ungefähr 21,6. Würde in Realität den Dimensionen entsprechen, so 8,40 Meter Länge und 16,4 Meter Flügelspannweite. Also relativ klein. Ja. Wobei aber auch gesagt sei, es gibt wohl zwei Modelle davon. Und Gerüchten zufolge wird das andere auch erscheinen. Das wird dann im Maßstab 1 zu 120 sein, was dann so Pi mal Daumen grob umgerechnet eine Gesamtlänge von 40 Meter und 120 Meter Breite hat. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die Daten Okay. dazu waren nur sehr schwer und sehr spärlich. Die lassen sich da auch nicht verifizieren. Okay. Aber wieder typisch das romulanische Grün bei ihren Schiffen. Aber gucken wir uns erstmal ein bisschen an, genauer an mal, dass die Superkamera so einfangen kann. Kenner wissen natürlich. Und ja, das ist ja auch schön hier unter, ne? Das, was den Namen gibt, schätze ich mal. Ja, wieder so stilisiert ein Vogeldesign. Ja. Romulaner ja bekannt dafür, also Verwandte zu sein, zumindest ja mit den Vulkaniern, wenn ich mich nicht irre. Richtig, entfernte Cousins, wie es immer so schön heißt. Über die Jahrmillionen Jahre wahrscheinlich entwachsen. Oder gab es da mal Streit? Oder was weiß man darüber, so spontan? Quizfrage. Also, ja, also die Romulaner sind wohl irgendwann vom Vulkan ausgewandert, Richtung Beta-Quadrant und haben da halt das romulanische Sternenimperium erschaffen. Da sprechen allerdings die Vulkanier nicht so gerne drüber, die Okay. Romulaner auch nicht. Aber nachdem Romulus halt jetzt zerstört ist, findet ein schleichender Prozess der Wiederannäherung statt. Was man dann ja auch in Discovery mitkriegt in der dritten und vierten Staffel, dass Romulus und die Vulkanier, dass die sich halt auf den jetzigen Nirva, früher Vulkan, als ein Volk zusammengetan haben. Okay. Naja, interessant. Da gibt es wahrscheinlich auch gute Lektüre, wo man sich das alles mal schlau lesen lässt. Also wo man sich wirklich weiterbilden kann. Über Also diverse Foren. vieles wird halt in den Serien erwähnt, in diversen Büchern und auf Memory Beta findet man halt auch einiges dazu. Allerdings sollte man auch direkt dazu sagen, Memory Beta ist nicht wirklich bekannt dafür, auch die Infos kanonisch zu halten. Okay. Vom wieder Gusseisen, also Gussform nennt sich das, glaube ich, irgendwie, ne, aus sehr stabil wieder. Da kann man nicht meckern, wobei man wirklich nicht sagen kann, wo jetzt hier das Cockpit ist, wahrscheinlich so, ja, da, aber kann Genau. man nicht wirklich reingucken. Nee. Aber die gebogene Flügelform, das sieht schon sehr, sehr spacig aus. Auf dem Bild, auf der Seite ist es ein bisschen mehr, glaube ich, der Winkel, aber kommt mir so vor. Hoppala, da ist die Kamera. Aber trotzdem ist es ein schön stabiles, kleines Schiff.
passt auch in jede Sammlung rein. Schiff Nummer 5. Standfuß wieder dabei, natürlich Halterung. Eagle Moss Hero Collection. Ja. Die Umsetzungen faszinieren mich halt immer wieder. Also wie gut die das von den 3D-Modellen dann doch in ein greifbares, solides Modell umsetzen können. Ja. Das stimmt. Gerne natürlich, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch diese Sammlung habt, ob ihr sie verfolgt und was ihr daran mögt oder auch nicht. Klar, könnten sie größer sein vielleicht, aber dann werden sie natürlich auch wieder ein bisschen teurer, ist klar. Hier hinten haben sie schöne Düsen, der Antrieb wahrscheinlich, so wie das aussieht. Ja. Wieder echt stabil. Also kann ruhig mal vielleicht ein Treffer vertragen. Also ich meine, jetzt aus dem Regal herunterfallen beim Putzen oder so, keine Ahnung. Aber manche Plastikdinger, die man von Star Wars hat oder so, die wahrscheinlich nicht wirklich. Ja, schön. Aber ich muss sagen, mein Favorit immer noch, ich glaube, die La Sirena, oder? Also, das Rot hat mir bisher mit am besten gefallen. Wenn man das Meiner jetzt. bleibt bis jetzt der Bird of Prey. Okay. Ja, hat auch was. Stimmt. Ja. Naja, aber die La Ist Sirena. halt gut umgesetzt vom klassischen Design in die Moderne geholt. Passt einfach. Ja, leider gibt es nicht viele Quellen. Ach, und wir haben ja noch was beiliegen natürlich. Das können wir natürlich auch mal. Das zeichne ich auch gerne mal. Moment. Das bekannte Heft, hieß das, nicht mehr. Da müssten, glaube ich, auch wieder so Designstudien drin sein vom Entwicklungsprozess des Modells. Ja, mal, ich weiß gar nicht, warum jetzt das so Was ist hier. vielleicht noch ganz interessant ist, dass das Urdesign dazu von John Eves stammt. Das ist eigentlich so der Meisterdesigner, was Star Trek-Schiffe angeht. Er hat unter anderem mitgewirkt an der Enterprise B, an der Umgestaltung von der Excelsior zur Enterprise B. War beim Design der Enterprise E beteiligt, hat für Star Trek Insurrection die ganzen Sonarschiffe designt. Ja, also der kann schon was. Ja. John Evans Design Combined a World War II Bomber. A Shark and a Tiny Bird. Ja. Ja, viele Inspirationen kommen aus diesen Zeiten. Ne? Das ist leider so. Oder ja, da war George Lucas ja auch nicht anders. Ich wollte Also. mal sagen, wenn man sich George Lucas anguckt, ne, der hat Ja. sich halt sehr stark an Dogfights orientiert. Auch so schön mit Informationen. Ist das schon was? Ach so, eine Filmszene, genau. Ja, und geht auch schon weiter. Coming soon. Narex Schlangenkopf-Raumschiff. Oh Gott, heißt das wirklich so im Deutsch übersetzt? Snakehead, okay. Ja, also ich glaube, da sollten wir bei den englischen Namen bleiben. Ja, das sehe ich jetzt erst, ja. Stimmt. The next one. Snakehead. Klein, wendig. Aber größer als der Romulaner. Okay. Tja, ob wir den euch präsentieren können, wissen wir noch nicht. Denn alles kann mal zu Ende sein. Aber ich gehe eigentlich noch davon aus, dass wir das auch noch unterbekommen hier bei uns. Und Bestimmt. dann alles natürlich für den guten Zweck
gesammelt am 17. September bei der Star Warrior Convention irgendwie unters Volk bringen, sei es mit Losen für den guten Zweck, dass wir da ein bisschen Geld in die Kasse bekommen. Aber das Und entzieht sich was noch meiner vielleicht noch zu erwähnen wäre, uns beiden werdet ihr auch dort sehen. Ja. Falls ihr Autogramme haben wollt, kommt auf uns zu. Wir sagen mit Sicherheit nicht nein. Ich musste sogar schon ein Autogramm geben an einen Kumpel von meinem Neffen. Ich grüße dich, Tyler. Falls du das jetzt hier siehst und hörst, eigentlich sagt er hört immer alles von mir. Sei gegrüßt und auch du, Paul Ole. Die freuen sich immer. Kleine Kinder. Naja, so sind sie. Wann hört man mal seinen Namen im Internet, ne? Wenn man nicht selber was macht? Richtig. Oder Gesicht ist so. Ja, Igel Moss, danke, dass ihr geliefert habt. Es macht immer wieder Spaß, so ein Unboxing. Und Star Trek ist natürlich nur ein kleiner, wirklich ein kleiner Teil. Ich habe so das Gefühl, dass da wirklich, dass da viel mehr dazu gekommen ist, gewachsen ist die Seite. Ob sie da mehr Lizenzen bekommen haben. Ich habe das ja nie so Ja. verfolgt. Die machen ja vieles, die bieten ja auch jetzt diese kompletten Kollektionen an, ne, wo du zum Beispiel bau die Enterprise, bau den Ecto 1, bau den Knight Rider, also Kit, dann die ganzen Sammelserien. Es gibt, glaube ich, insgesamt vier verschiedene Star Trek-Sammelserien oder gab, die werden jetzt halt reduziert. Die Hauptserie, die offizielle Raumschiffsammlung, die 180. Ausgabe, ist jetzt am Kiosk erschienen. Damit ist die Sammlung durch. Ich als Abonnent kriege die allerdings erst in 2 Wochen. Ja, und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ob die für diese Sammlung noch online was Separates rausbringen oder ob die das auch dann mit in die Star Trek Universe Collection integrieren. Weil es fehlen noch jede Menge Schiffe, die die in der Hauptserie nicht gebracht haben. Okay, ja, Freunde. Gerne hätten wir euch noch ein paar mehr Details gesagt, aber gibt leider nicht mehr her. Wir hoffen auf die nächste Lieferung. Wenn wir in 10 Jahren noch mal eine Nachbesprechung dazu machen, dann gibt es bestimmt eine ganze Litanei an Infos. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, okay. Markus, würde ich schon sagen, wir haben unseren Job getan. Kurz und Kurz und knapp. schmerzlos. Genau. Alles heile überstanden. Diesmal ist nichts runtergefallen. Keine Kamera, nichts. Alles heile geblieben. Ich werde dieses Objekt wieder schön verpacken. Ich hoffe, euch hat es gefallen da draußen. Lasst mal Kommentar da, bitte. Abonniert ihr natürlich den Kanal. Schaut bei beim Track Dinner Ruhrpott vorbei, falls ihr oder auch nicht aus dem Ruhrpott oder aus der Nähe kommt. Ist mit Sicherheit immer ein Platz frei bei euch. Und ja, auf jeden Fall Osnabrück, 17. September, Star Warrior Convention. Markus Brüchler sei gegrüßt von dem MovieCon Magazin auf jeden Fall. Und der Jonathan. Jonathan, ist mir der Name entfallen. Jonathan natürlich, sei gegrüßt. Ich habe so viele Namen momentan im Kopf hier. Ich weiß auch nicht warum. Alles okay. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, Markus, sei bedankt, dass du Zeit hattest für mich und für Igel Moss. Gerne. Hat Spaß gemacht. Und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet bei der nächsten Folge von Igel Moss. Verfolgt den Kanal, da erfahrt ihr alles. Schaut euch mal ein anderes Video an von den anderen vier Modellen vorher schon. Die sind alle hier zu finden im Kanal. Okay, dann sage ich danke, auf Wiedersehen, bleibt gesund da draußen, bis zum nächsten Mal. Ciao.